Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist Donnerstag, der 5.9.2013. Das ist StarCraft for the Advanced. Teil Nummer 2. Juhu, juhu, ich hab's geschafft. Unfassbar. Man hätte es nicht erwartet. Am Montag war die Sendung ursprünglich geplant, aber die heutige Sendung ist deutlich umfangreicher ausgefallen, als ich ursprünglich geplant hatte. Und deswegen musste ich sie leider mehrmals verschieben. Schlichtweg, weil ich noch nicht alles so hatte vorbereiten können, wie ich das wollte. Jetzt ist es aber endlich soweit und ich hoffe, nachdem ihr die Sendung gesehen habt, werdet ihr verstehen, warum das so lange gedauert hat und nicht grauenhaft enttäuscht sein. Das Thema der heutigen Sendung ist, und da steht's, Konzepte des Scoutings. Und wir wollen uns heute ein bisschen mehr mit Scouting in der Theorie beschäftigen, aber auch ein Stück weit in der Praxis. Natürlich können wir nicht auf alle Dinge eingehen. Wir wollen aber uns im Grunde ein bisschen darum kümmern, was mit Scouting eigentlich erreicht werden soll, was mit Scouting erreicht werden kann, auf welche verschiedenen Arten wir scouten können und wann es im Grunde gar nicht notwendig ist zu scouten. Das grobe Prinzip und der Plan der heutigen Sendung. Wir werden es wieder in drei Teile staffeln. Das ist die Idee. Im ersten Teil werden wir mal wieder, wie immer, die graue Theorie durchgehen. Und es ist tatsächlich so geplant, dass wir innerhalb des ersten Teils kein einziges Replay verwenden. Also pure Theorie durchnehmen. Mit ein paar kleinen Folien, im Grunde nur eine, aber die wird euch zumindest vielleicht ein bisschen über diese Durststrecke helfen. Diejenigen von euch, die das Ganze als Aufzeichnung in den Archiven sehen und mehr auf Action stehen, können also dementsprechend sich überlegen, dass der alte Sack sowieso wieder verdammt redundant ist und ohnehin einen Großteil in Teil 2 nochmal erzählen wird. Also überspringe ich diesen Teil 1 lieber und gehe direkt nach Teil 2. Da werden wir uns dann mit der Praxis beschäftigen. Während wir uns im dritten Teil dann tatsächlich eine spezielle Eigenart des Scoutings angucken, beziehungsweise eine Art, wie man Scouting im Grunde obsolet macht und wie sich das im Spiel auswirken kann anhand eines Pro-Gamer-Replays, das dann in Teil 3. Damit habt ihr schon mal das grobe Prinzip. Konzepte des Scoutings, das ist also das, was wir heute machen wollen. Lustig im Grunde, dass viele höherklassige Spieler den Newbies sehr häufig schreiben, dass Scouting auf dem Niveau der Newbies völlig unwichtig sei. Wenn man dann aber schreibt, dass man permanent gegen Cheese XY verliert, dann heißt es wieder, ja, das muss man halt scouten. Oder wenn man es scoutet, ist das total easy zu halten oder so. Und dann kommt man sich natürlich als Newbie ein bisschen verarscht vor. Auf der einen Seite gesagt zu bekommen, scouten braucht man auf deinem Niveau nicht. Und auf der anderen Seite, ja, wenn du Cheese halt nicht scoutest, bist du auch selber dran schuld. Macht irgendwie nicht allzu viel Sinn. Zugegeben, die Notwendigkeit zu scouten und die Menge an relevanten Informationen, die man durch Scouting erhält, wird in niedrigen Ligen tatsächlich gerne überschätzt. Allzu häufig erhält man durch Scouting nur Info, die man sowieso schon hatte, aber das im Grunde noch nicht so genau wusste, beziehungsweise Info, die man auch sich hätte denken können, ne? Info, wo man im Grunde hätte ahnen können, dass sowas jetzt auch als nächstes kommt und das nicht so wirklich wichtig gewesen wäre, dass wir diese Info sehen. Stellenweise erhalten wir Info, die für uns irrelevant ist, weil unser Spielplan uns ohnehin dagegen absichert. Aber generell fühlen wir uns durch Scouting sicherer. Das ist eigentlich wohl eines der Hauptprinzipien, gerade in unteren Ligen, die Map zu sehen und zu sehen, dass die dunkel ist und nicht zu wissen, also wirklich definitiv zu wissen, weil wir es gesehen haben, was der Gegner macht, macht uns unruhig. Und stattdessen eben den Überblick über mehrere Teile der Karte zu haben, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und in der Tat kann das ja auch sinnvoll sein. Wichtig ist aber eben gleich zu Beginn zu unterscheiden, dass Scouting nicht ausschließlich aus dem aktiven Entsenden von Arbeitern oder Einheiten besteht, das ist nämlich das, was viele denken, sondern auch alles mit einschließt, was wir unternehmen, um Map Vision zu erhalten. Und das wiederum ist eine sehr essentielle Fähigkeit, die viele Spielverläufe auch entscheidend beeinflussen kann. Besonders in tieferen Ligen, in denen Reaktionszeiten noch niedrig sind und jede Art von Vorwarnzeichen hilfreich ist. Ja, denn je früher wir im Grunde irgendeine Meldung kriegen, dass der Gegner mit irgendwas kommt, desto früher können wir uns auf einen etwaigen Push einstellen. Dann können wir schon mal unsere Armee so ein bisschen spreaden. Wir können außerdem uns schon mal darauf bereit machen, dass wir jetzt gleich hier richtig hart an der Tastatur zu Wege gehen müssen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, je früher wir einen Angriff kommen sehen, umso schöner ist es für uns. Ich würde, wenn wir im Grunde über Scouting reden, zwischen zwei Arten des Scoutings unterscheiden. Und zwar einmal dem aktiven Scouting, bei dem wir aktiv Einheiten zum Gegner schicken, um einen Eindruck zu bekommen, was er macht. Und passivem Scouting, bei dem wir Einheiten oder Gebäude auf der Karte platzieren
um über die Bewegung und Expansion des Gegners frühestmöglich informiert zu werden. Das Ganze können wir uns im Grunde hier einmal in einer netten kleinen Übersicht angucken, die ich dazu extra angefertigt habe, und ich hoffe, man kann das lesen. Während das passive Scouting relativ selbsterklärend ist und seine Vorteile auch unmittelbar einleuchtend sind, fehlt vielen Low-Level-Spielern oftmals die mentale Kapazität, um Map Vision in rationalem Maß zu bekommen, vor allem aber sie aufrechtzuerhalten. Am Anfang mal zwei Linge an die Watchtower schicken, gebongt, kein Problem. Sobald ein Marine uns die Tower abnimmt, später mal wieder was rüberschicken, um sie einzunehmen? Nö. Mit Probe oder Zealot beim Zerg nach der dritten checken? Geritzt, kein Problem. Später mit halluzinierten Phönixen den Tech erspähen? Nö. Sensorentürme werfen, sobald wir anfangen, Overmins anzusammeln? Nö. Pylone wild über die Map verteilen, was außer der Sicht auch aggressives Potenzial bietet? Nö. Alles nicht da. Das Prinzip des passiven Scoutings ist im Grunde relativ klar. Wir können all diese unterschiedlichen Dinge hier tun. Wenn wir die entsprechenden Rassen spielen oder auch wenn wir random spielen, ist uns das weiterhin klar. Kein Ding. Die Umsetzung wird aber eingeschränkt durch fehlende Erfahrung und auch Routine. Eben weil das Prinzip aber so simpel ist, werden wir jetzt auch in dieser Sendung das passive Scouting weitestgehend aussparen. Das Prinzip ist relativ klar. Aktives Scouting machen wir dementsprechend, wie ich schon sagte, indem wir Arbeiter oder Einheiten aktiv entsenden, damit sie im Grunde irgendwo auf den Gegner oder auf die gegnerische Basis treffen. Ne? Wir wollen also damit entweder Gebäude innerhalb der Gegnerbase sichten, das ist das, was wir als Base Scout bezeichnen. Ne? Base Scout, dann der Bereich, den wir haben. Oder wir schicken Arbeiter oder Einheiten, je nachdem, was wir halt eben gerade entbehren können und von denen wir glauben, dass es lange genug durchhält, damit wir auch entsprechend Sicht kriegen, so lange aus, bis sie eben auf die gegnerische Armee trifft, also im Grunde an die gegnerische Front läuft. Und das ist das, was wir den Frontpoke nennen. Ja, hiermit kriegen wir direkt Sicht über Tech-Gebäude, hiermit kriegen wir im Grunde Sicht über die Komposition der Armee und natürlich auch über die Position der Armee. Im besten Falle. Sowas kann besonders auch helfen, wenn man zum Beispiel weiß, dass die gegnerische Armee zu uns unterwegs ist, wir aber nicht genau wissen, wann sie vor unserer Base steht und wir das gern frühzeitig wissen möchten. Dann kann das besonders nützlich sein, mal einen Arbeiter rauszuschicken. Wir kommen zum Gegner. Deswegen ist das aktiv oder das, was ich als aktiv bezeichnen würde. Hier warten wir darauf, dass der Gegner zu uns kommt oder sich eben entsprechend enthüllt, indem er eben zum Beispiel irgendwo eine Base setzt oder indem er eben an unserem Burrowed Link vorbeiläuft oder was auch immer macht. Man kann sich natürlich über die Terminologie aktiv und passiv streiten, indem man sagt, ja immer, wenn ich ja im Grunde eine Einheit rausschicke, ist das ja eine Aktion. Das Wort Aktion schließt ja im Grunde Aktivität ein, aber das ist nicht das Prinzip. Ne? Worum es uns, wie gesagt, eben geht, ist, hier laufen wir, wie gesagt, aktiv in den Gegner oder in die Basis rein, um eben eine Information uns zu holen, die wir unbedingt haben wollen. Hier überlassen wir eben im Grunde dem Gegner, wann er uns die Information zuschiebt, nämlich in dem Augenblick, wo er an unseren Scoutings vorbeiläuft. Das aktive Scouting ist das, was wir normalerweise benutzen, um zu planen, um vorauszuschauen, um uns im Grunde zu überlegen, welchen unserer Transition-Pläne, den wir im Grunde fürs Mid-Game oder so haben oder auch fürs Late-Game, wir jetzt tatsächlich einschlagen müssen, weil wir eben etwas, einen speziellen Tech oder irgendeine andere Information bei ihm erhalten und jetzt schon weitgehend in die Zukunft planen können. Durchaus eben 3, 4, 5, 6 Minuten später in die Zukunft. Dafür ist das aktive Scouting primär gedacht. Unser passives Scouting hilft im Normalfall eher beim mechanischen Reagieren. Das ist natürlich nicht ausschließlich so, wenn wir zum Beispiel an der Base hängen und dann eben sehen, aha, er expandiert, kann das natürlich auch bei uns eben dementsprechend zum Planen helfen, indem wir nämlich sagen, ah ja, jetzt wo ich sehe, dass er expandiert und ich hatte vor, aggressiv zu werden, dann kann ich jetzt ja dementsprechend das alles schon mal weitermachen, damit ich ihn dann überrolle, wenn es soweit kommt. Also dann kann ich natürlich auch für später planen. Ansonsten hilft mir aber passives Scouting tatsächlich eher beim Reagieren. Ja, wenn ich also sehe, er schickt gerade irgendwas rüber, um da drüben eine Base zu bauen, zack, schicke ich halt mal ein paar Einheiten hin, versuche ihm die Base zu verhindern. Wenn ich sehe, er rennt gerade über die Map und er ist gerade an meiner Scouting-Position,
an meinem Scouting-Pylon vorbeigelaufen, der auf einem Highground stand und hat deswegen nicht mitgekriegt, dass ich ihn sehe. Dann weiß ich, er kommt. Ich weiß, ich muss meine Armee schon mal vorbereiten auf den bevorstehenden Kampf. Ich muss eventuell, wenn ich zum Beispiel Protoss bin, schon mal meinen Mothership-Core an meinen Nexus in die Nähe ziehen, damit das ein bisschen schneller geht. Ich muss eventuell schon mal Force-Fields bereit machen oder ich muss als Terran vielleicht schon mal Depots liften oder andere Dinge. Und all das fällt mir leichter, wenn ich es natürlich vorher gesehen habe, dass er kommt. Das ist im Grunde das grobe Prinzip. Eigentlich nicht sonderlich schwer. Wie gesagt, passives Scouting erklärt sich mehr oder minder von selbst. Aktives Scouting, aber das, was uns in den meisten Fällen eher Probleme macht. Vor allen Dingen, weil wir nicht wissen, wann wir eben irgendwas losschicken müssen oder wo es uns oder was wir aus der Information dann tatsächlich auch lesen, sobald wir sie denn dann erstmal haben. Das größte Problem, das die meisten Leute, glaube ich, haben, wenn es um Scouting geht, ist, dass sie das Konzept durcheinander bringen zwischen erhaltener Information und einer voraussagenden Annahme beziehungsweise einer Abschätzung von Möglichkeiten, die daraus geht. Das will ich an einem Beispiel ein bisschen erläutern. Nehmen wir an, ich bin Protoss und ich komme in die Base des Terrans. Ich sehe gleich zu Beginn eine Rex und ein Gas. Ja, also entsprechend die Raffinerie, die entweder gerade gebaut wird oder wenn ich einen späteren Scout habe, sehe ich eben, wie sie fertig ist und da auch schon die ersten Arbeiter reingeschickt werden. Eine Annahme ist jetzt, wenn ich das sehe und sage, ah ja, okay, der spielt ein Reaper-Opening, ne, und ich kontere jetzt mit. Ne, sehe also zu, dass ich zum Beispiel meinen Stalker schneller rauskriege, sehe zu, dass ich meinen Mothership-Core schneller rauskriege, wie auch immer ich mich mit dem Reaper gegen den Reaper wappnen will, ne, was auch immer ich da für einen Plan habe. Das ist auf jeden Fall die Annahme. Ich sehe eine Info und ich nehme an, dass das oder das als nächstes kommt. Eine Möglichkeit abzuschätzen würde beinhalten, er könnte jetzt ein Reaper-Opening spielen. Ich sollte mich unter anderem auch gegen Reaper absichern, wenn das Opening, das ich spiele, nicht sowieso schon tut. Es wäre aber auch möglich, dass er zum Beispiel versucht, auf eine schnelle Factory zu gehen oder auf schnelle Hellions. Wichtig ist der Unterschied zwischen Annahme und Möglichkeitsabschätzung. Wenn ich eine Annahme mache, hakt sich diese Annahme in meinem Gehirn fest und ich bin davon überzeugt, dass irgendetwas Spezielles jetzt in den nächsten paar Minuten oder Sekunden oder wie lange auch immer das entsprechend braucht, kommen wird. Und ich werde dann auch unterschwellig darauf hinarbeiten, das zu verhindern oder dem zu entgegnen. Wenn meine Annahme korrekt war, dann wird sich das für mich auch super auszahlen. Wenn meine Annahme aber inkorrekt war, weil ich nämlich zum Beispiel eine Möglichkeit dabei übersehen habe, dann habe ich mich womöglich auf etwas vorbereitet, was gar nicht kommt. Und bin im schlimmsten Falle völlig unpräpariert für etwas, das dann kommt. Oder ich habe eben zumindest schwere Verluste dabei. Ne? Also das zumindest die größten Probleme. Deswegen wichtig zu unterscheiden zwischen Annahme und Möglichkeit. In Annahmen verfallen wir als Menschen sehr schnell. Das ist Teil unserer Psyche und Teil, wie unser menschliches Hirn funktioniert. Wir kategorisieren gerne. Menschliches Denken funktioniert in Kategorien und in Schubladen. Und wir haben es gern, Dinge in Schubladen einzuteilen. Das heißt, sobald wir eine Möglichkeit sehen, sobald unser Hirn eine Möglichkeit sieht, eine Information direkt in eine Schublade zu stecken, super. Wenn unser Hirn diese Information in mehrere Schubladen stecken muss, ist es häufig überfordert und will das nicht. Also überfordert ist es nicht, das ist ein bisschen gemein gesagt, aber im Grunde will man das nicht. Man spürt so einen inneren Drang dagegen. Zumindest die meisten Menschen tun das. Man kann sich das abtrainieren, aber es ist nicht einfach. Generell wollen wir also Dinge gerne in Schubladen stecken und deswegen springen wir schnell dazu, über Annahmen zu machen, anstatt Möglichkeiten abzuwägen. Und das ist eines der fundamentalen Prinzipien, mit denen wir uns auch heute ein bisschen beschäftigen wollen und gucken wollen, wie sich das auswirkt. Scouting teilt sich im Grunde jetzt ja für mehrere Dinge auf, und das hatten wir eben gerade auch in der Sache schon gesehen. Es gibt einerseits die Möglichkeit, Scouting für Tech- oder Produktionsentscheidungen zu machen, das ist dann das Planen, der Planungsteil, und es gibt das Scouting, das wir für Kampfvorbereitungen machen. Das heißt also, wir schicken extra einen Arbeiter oder eine Unit aus und wollen gucken, wo befindet sich gerade der Gegner. Ist der womöglich schon nah an der Base? Muss ich gleich entsprechend mit seinem Angriff rechnen und sollte jetzt eben vielleicht nicht hinten gerade nochmal ein paar Barracks bauen oder nochmal schnell wegzoomen und meine Overlords nochmal irgendwie verteilen oder anfangen mit denen Creep schon mal zu kotzen auf den entsprechenden Expansionen. Ja, das sollte ich dann vielleicht nicht gerade machen, ja, weil ich eben weiß, er steht genau vor meiner Base und in den nächsten 10 Sekunden sollte ich lieber genau auf meine Rampe achten, sonst habe ich womöglich gleich ein richtig dickes Problem. Dafür ist dann der Scouting für Kampfvorbereitung. Wichtig ist, und das ist vielleicht
Ebenfalls wieder einer der entscheidenden Teile. Wir müssen scouten mit Sinn. Bei Scouting geht es nicht darum, zu zeigen, dass ich einen Arbeiter oder einen Overseer oder einen Overlord losschicken kann mit einem Klick. Oder dass ich weiß, dass mein Orbital auch was anderes kann als Mules schmeißen, nämlich zum Beispiel scannen. Das muss ich damit nicht unter Beweis stellen. Oftmals kriegt man so den Eindruck, dass Leute, wie gesagt, einfach irgendwelche Sachen losschicken, um zu zeigen, hey, ich kann scouten. Was im Grunde nicht so wirklich der Fall ist. Scouten sollte ich immer dann, weil ich etwas Spezifisches wissen möchte. Und ich sollte auch wissen, warum ich das wissen möchte. Denn das ist die Grundlage dafür. Damit ich überhaupt in der Lage sein kann, einen aktiv zu entscheiden, dass ich einen Scout losschicken möchte an einer gewissen Stelle, sollte ich natürlich wissen, warum ich jetzt überhaupt etwas scouten möchte und was ich überhaupt sehen will. Und oder was ich nicht sehen will. Die entsprechend sein. Ich will eine spezielle. Ich muss im Grunde schon wissen, welche Informationen ich haben will und was ich erwarte zu sehen oder was da sein sollte oder auch nicht sein sollte, noch bevor ich den Scout im Grunde losschicke. Oder wenigstens spätestens dann, bevor der Scout dann im Grunde da ankommt. Aber das Losschicken ist natürlich die erste Aktion. Simples Beispiel, um das Ganze vielleicht klarer zu machen. Ich bin Protoss, ich schicke einen Neuner Scout nach meinem ersten Pylon. Warum mache ich das? Ich will wissen, ob er mich cheest. Und ich will genug Zeit zum Reagieren haben. Um zu wissen, ob er mich cheest, kann ich auch einen späteren Scout schicken. Aber wenn ich zum Beispiel denke, das ist mir aber einfach nicht genügend Reaktionszeit, die Map ist recht groß, vielleicht ist es sogar eine Vier-Spieler-Map, dann ist es definitiv sinnvoll, also eine Map mit vier Spawn-Locations und kein Cross-Spawn-Forcing. Dann will ich auf jeden Fall sogar einen relativ frühen Scout los haben, weil dann kann es sogar sein, dass ich ihn ja auf der letzten Position scoute und dann habe ich richtig Probleme, weil es dann eben zu spät ist. Also ich will wissen, ob er mich cheest und ich will auch genügend Zeit zum Reagieren haben. Es ist unwichtig, ob ein so früher Scout auf höchstem Niveau meiner Ökonomie schaden würde. Was man dann ja immer wieder gesagt kriegt, Noob, so früh scoutet man nicht, das schadet deiner Ökonomie, bla bla bla. Ich scoute absichtlich, in vollem Bewusstsein, früh. Aus den zuvor genannten Gründen, nämlich dass ich sicher sein will und dass ich genügend Reaktionszeit haben will, weil ich weiß, mit geringer Reaktionszeit wird es eng, dann verliere ich häufig gegen irgendeinen Cheese und das will ich nicht. Und aus diesen Gründen ist dieser ach so furchtbare Mineralienverlust, den ich dadurch eingehe, es mir einfach wert. Und dann ist das okay. Aber ich habe einen Grund. Ich habe einen Grund und ich weiß auch, was ich sehen will. Ich schicke diesen Scout los und was will ich sehen? Ich will sehen, dass er ein erstes Produktionsgebäude baut, also eine Barracks oder ein Gate oder dass der Zerg eben hatcht, ja, und nicht eben schon einen Pool fertig hat, wenn ich da drüben ankomme oder sowas. Das sind die Dinge, die ich dann einfach sehen will. Und genau das sollte ich mir auch klar machen. Wenn ich meinen Worker rüberschicke, dann mache ich das nicht nur, um zu sehen, wo er ist, sondern ich mache das auch deswegen, weil ich bereits eine erste entscheidende Information kriegen will, nämlich die, ob da Gebäude kommen. Oder nicht, denn wenn da keine kommen, dann wird er sie irgendwo anders hinstellen und mich proxyen und dann muss ich mich auf irgendwas einstellen. Ne? Oder wenn ich beim Protoss reinrenne, will ich halt sehen, ist das erste Gebäude da eine Forge oder ist das ein Gate? Ne? Und dann klicke ich halt drauf und dann weiß ich das. Aber das muss ich mir auch schon vorher vornehmen und ausmalen und das ist das Wichtige. 12-13er Scout im Vergleich. 9er Scout, ich will noch genügend Zeit haben. 12-13er Scout, ich will wissen, ob er mit Gas eröffnet oder ohne. Ja, wie gesagt, ob er mich jetzt vorher zum Beispiel cheest, da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Ich habe jetzt zum Beispiel gute Mechanics, ich komme auch mit späten Informationen klar. In mein Opening sieht zum Beispiel vor, dass ich nachher irgendeine erste Einheit, die ich habe, erstmal rumschicke an die entsprechenden Proxy-Positionen, damit ich einen Cheese dann besser abwehren kann. Okay, ja, dann machen wir das halt so. Dann weiß ich, mir reicht ein 12-13er Scout. Und den schicke ich los, weil ich wissen will, ob er mit Gas eröffnet oder nicht. Ich will wissen, ob ich mich vor Tech fürchten muss. Denn wofür soll das Gas sonst da sein? Ne? Gas bedeutet automatisch, dass er irgendeine Form von Tech-Weg einschlägt und ich mir dann darüber Gedanken machen muss, was für ein Tech-Weg das wohl sein kann und ob das ein Tech-Weg ist, der mir gefährlich werden kann. Scouting während des restlichen Spiels, das war jetzt ja nur die Eröffnungsphase, funktioniert dann also im Grunde immer auf die Art, dass ich wissen muss, was ich wissen will und wann ich es wissen sollte oder muss. Und das erfordert natürlich ein Stück weit Erfahrung und Übung. Natürlich kann man sich sowas teilweise auch in Foren anlesen oder aus Replays ziehen oder aus VODs ziehen oder aus irgendwelchen Turnieren, die man sich anguckt. Aber wie das natürlich so häufig ist mit solchen Dingen, besser lernt man es, wenn man es selber erlebt.
Und deswegen macht es sehr, sehr häufig Sinn, einfach die eigenen Strategien durchzuspielen und dann eben zu gucken, wo die Löcher in meiner Taktik sind und ob ich diese Löcher nicht hätte stopfen können, wenn ich eben nicht zu einem gewissen Zeitpunkt, den ich mir dann einpräge, irgendwie für Informationen gesorgt hätte. Und wenn ich auch gewusst hätte, was das für eine Information hätte sein sollen. Ne? Wissen, nach was ich überhaupt Ausschau halten muss. Was kann mir und meinem Spielaufbau überhaupt gefährlich werden? Und worum muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, weil mein Spielaufbau das bereits abdeckt? Dazu muss ich die Stärken und Schwächen meines eigenen Spielplans kennen. Und das ist dann der Teil, wo die hochrangigen Spieler dann auch recht haben, wenn sie so lapidar einfach eben dahin sagen, ja, Scouting bringt auf dem Level sowieso nicht viel. Denn meistens kopieren Spieler der unteren Ligen im Internet gefundene Builds, ohne jegliche Kenntnis davon zu haben, was an dem Build stark und was an dem Build schwach ist. Oder eben wieder dasselbe Problem, da steht zwar unter dem Build, gegen was der stark und gegen was der schwach ist, aber wieder das Problem, ja? Dinge zu lesen und Dinge im Spiel anzuwenden, sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Ja? Das ist aber der Nachteil, wenn ich sowas eben im Grunde nicht wirklich kann. Wenn man einfach stumpf solche mechanischen Vorgänge einstudiert, indem man eben einfach Build-Orders auswendig lernt und die runterspielt als Anfänger, anstatt selbst zu überlegen, wie ich mir meinen Aufbau verbessern kann und wie ich ihn eben besser absichern kann und mir selbst darüber Gedanken mache, welche Informationen ich dazu brauche, um sicher zu sein. Weiteres Beispiel. Mein Aufbau sieht schnelle High-Templer vor. Wieder Protoss. Wie gesagt, ich habe nun lange Zeit Protoss gespielt, deswegen sind viele meiner Beispiele Protoss-lastig. Ich werde aber auch im Laufe der Sendung hoffentlich andere Beispiele bringen. Aber kehren wir zurück zu den Protoss. Mein Aufbau sieht schnelle High-Templer vor. Ich spiele gegen Terran. Ich muss mir um Bio-Units überhaupt keine Gedanken machen. Das heißt also auch im Grunde nach irgendwelchen Bio-Units oder Bio-Upgrades zu scouten, wäre jetzt halt sinnlos. Natürlich muss ich einmal wissen, dass er auf Bio geht und nicht auf Mech. Das wäre natürlich eine Information, die ich gerne habe. Die kriege ich auch relativ schnell raus. Im Normalfall sehe ich das sogar relativ früh, weil ich dann seine Expansion sehe, weil ich sehe, was an seiner Expansion steht. Und weil Bio im Normalfall gegen Protoss sowieso der Standard ist. Das heißt also, in den meisten Fällen werde ich mir darum überhaupt keine Gedanken machen, ob der Gegner überhaupt Mech spielen könnte. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Bio sein. Aber um Bio muss ich mir keine Gedanken machen, denn ich spiele ja High Templar. Und High Templar sind verflucht gut gegen Bio. Ne? Damit habe ich schon mal da einen ganzen Bereich an Informationen, der mich im Grunde nicht mehr interessiert. Ja? Hat der Stim schon fertig? Juckt mich nicht. Hat der sein Combat Shield schon fertig? Juckt mich nicht. Hat der Concussive Shield fertig? Juckt mich nicht. Hat er jetzt neben Marines auch schon die ersten Marauder? Juckt mich nicht. Hat er seine ersten Medivacs? Juckt mich nicht. Muss ich alles nicht wissen, weil ich gegen all diese Dinge, die da kommen können, durch die Art, wie ich mein Spiel aufbaue, nämlich durch den direkten Tech zu High Templern, mir keine Gedanken machen muss. Er kann schließlich auch nicht unendlich schnell produzieren. Das Einzige, worum ich mir natürlich Gedanken machen muss, ist, pusht er mich vielleicht One Base und nicht Two Base. Ne? Und ich habe halt eben gar nicht die Zeit, um auf Templer hochzutecken, sondern muss mich halt früher verteidigen. Da sind wir dann wieder bei den Cheese Scoutings von Anfang an. Und da sind wir dann zum Beispiel auch wieder bei den passiven Scoutings, wo ich eben sagen könnte, ich positioniere eben geschickt an einigen Laufwegen Einheiten oder Arbeiter von mir, damit ich sehen kann, wenn er kommt und mich dann noch darauf vorbereiten kann, auch gegebenenfalls meine eigenen Arbeiter pullen zu müssen. Aber das hier die andere Sache. Ich muss mir generell um Bio keine Gedanken machen und alles, was mit Bio zusammenhängt. Worum ich mir aber Sorgen machen muss, sind Cloaked Units. Denn dadurch, dass ich eben direkt auf den Templar-Tech gehe, habe ich keine Detection. Und dann muss ich mir Gedanken machen, dass ich das rechtzeitig mitkriege. Ob er nämlich eben vielleicht nicht direkt nur auf Bio-Units geht, sondern ob er zum Beispiel zwischendrin mal Cloaked Banshee schmeißt. Oder das, was natürlich noch viel häufiger auftaucht, Widowmines. Ja, dass er einfach Widowmines aus der Factory produziert, die er sowieso braucht, um auf den Starport zu kommen. Und mir dann eben womöglich diese Widowmines irgendwo hindroppt oder in die Ecoline womöglich reinschmeißt, im schlimmsten Falle. Und dann habe ich das dicke Problem. Deswegen muss ich da zusehen, dass ich diese Information haben will. Und dann sollte ich auch wissen, wann Widowmines normalerweise kommen könnten. Bei dem, was ich eben so bisher gesehen habe und was ich von dem Spielablauf weiß. Damit ich dann auch rechtzeitig reagieren kann, rechtzeitig die Informationen holen kann, muss ich mir um Widowmines Sorgen machen oder muss ich das nicht? Und so kann ich das abändern. Ich kann natürlich nicht alle Gefahren in meinem Plan eliminieren, weil ich dann unwirtschaftlich werde. Ich muss einige Lücken in meinem Spiel in Kauf nehmen, da habe ich keine Wahl. Aber zeitgleich kann ich darauf achten, dass ich aktiv Ausschau halte, ob mein Gegner dabei ist, diese Lücken auch auszunutzen, die ich eben in meinem Plan habe.
Und das ist der eigentliche Sinn und Zweck von Scouting. Ja? Dazu muss ich aber, wie gesagt, die Lücken erst kennen. Und dann kann ich zusehen, dass ich die Informationen besorge, um zu schauen, ob mein Gegner gerade dabei ist, diese Lücke auszunutzen. Und wenn er das nicht tut, muss ich mir keine Gedanken machen und kann meinen Plan einfach weiter runterspielen. Warum scouten die Pros nicht? Ja, das ist natürlich eine Frage, die dann sehr, sehr häufig kommt, ja, die man auch sieht, wo dann manchmal, wie gesagt, irgendein Terran oder auch, ja, also häufiger sieht man es tatsächlich eher bei Terrans wegen des Warlords und weil tatsächlich eben gewisse Informationen lange Zeit nicht notwendig sind. Häufiger sieht man es also deswegen eher bei Terran-Spielern. Wo die Leute also im Grunde überhaupt nicht loslaufen, um mal zu scouten, sondern manchmal so bis zur Minute 10 einfach ihr Zeug runterspielen, ohne auch nur eine Information bekommen zu haben, außer vielleicht mal, wo der Gegner ist. Und auf Zwei-Spieler-Maps oder auf Cross-Spawn-Position-Maps noch nicht mal das. Ne? Also teilweise richtig bitter. In den meisten Fällen muss man sagen, die Pros scouten sehr wohl, aber anders als Anfänger das tun. Je erfahrener man mit dem Spiel wird, desto mehr genügen auch winzige Informationen, um für das eigene Spiel wichtige Schlüsse ziehen zu können. Und das ist, wie gesagt, immer diese Prämisse. Es geht immer um mein eigenes Spiel. Es geht nicht darum, generell Informationen zu sammeln, sondern es geht darum, spezifische Informationen für mein spezifisches Spiel zu haben. Dass das natürlich Leuten in unteren Ligen sehr viel schwieriger fällt, weil die schon mit anderen Dingen viel mehr zu tun haben, als Leute, die tatsächlich im Top-Niveau spielen, die ihre 3, 4, 5 Builds haben und die Stärken und Schwächen ihrer Builds exzellent kennen, ist irgendwie nachvollziehbar. Ist klar, dass das natürlich nicht so einfach ist, beziehungsweise diese Leute viel präziser und viel genauer nach den Sachen, nach den Indizien suchen können, die sie auch brauchen. Es wird auch teilweise natürlich immer nötiger, aus winzigen Informationen dann auch Schlüsse ziehen zu können, weil der Gegner ja auch immer besser darin wird, mein Scouting zu verhindern, ne? Und eben dafür zu sorgen, dass ich ja die entsprechenden Informationen, die ich haben will, gar nicht mehr kriege. Das sieht beispielsweise in Bronze dann so aus, dass ich den Spire oder sogar Mutas sehen muss, um zu wissen, dass Mutas kommen. Ne? Ich bin also Bronze, ich muss mich da, ich habe keine Ahnung, ob Mutas kommen, ich muss irgendwas rüberschicken, ich muss diesen Spire im Bau sehen. Ne? Sobald ich sehe, dass da ein Spire im Bau ist, wenn ich eventuell draufdrücke oder wenn ich das Gebäude sogar sehe, dann weiß ich in dem Augenblick, oh ja, da kommen Mutas. Oder natürlich im schlimmsten Falle, wenn die Mutas gerade direkt über meine Ecoline fliegen und die auseinandernehmen und ich halt eben keine Enter-Air habe, zumindest nicht gerade vor Ort. Dann weiß ich, dass da Mutas kommen. Da ist es so Bronze-Level im Grunde, ne? Das ist der untere Bereich. Wenn ich erstmal höher komme, dann sehe ich viele Linge und ich sehe Spinecrawler. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, ich ahne jetzt, dass Mutas kommen. Ich nehme an, dass da jetzt Mutas kommen, weil das typisch ist. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Wenn der Gegner sehr, sehr linglastig spielt, dann braucht er kein Gas. Er spart das Gas für irgendwas auf. Und fast immer, wenn er dann eben das gemacht hat, dann hat er auch Mutas gespielt. Und die Spinecrawler schützen ihn halt eben so lange vor irgendwelchen Bodenaggressionen, bis er halt die Mutas raus hat. Und mit den Lingen versucht er halt den Rest irgendwie aufzuhalten. Das habe ich oft gesehen. Ja, und deswegen ahne ich, dass das kommt. Da sind wir aber schon bei diesem Jumping to Conclusions, ja, bei diesem Problem, dass ich einfach anfange, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, obwohl ich nur ein Stück weit Informationen habe und da auch was anderes kommen könnte mit dem Gas, das er da aufrechterhält. Und eventuell kann er das Gas einfach noch nicht ausgeben, weil er nicht genau weiß, was er tut. Wenn ich noch höher komme, dann bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, Mutas sind in einem speziellen Matchup einfach so verschissen typisch, dass man sich blind auf die Möglichkeit vorbereitet und die Vorbereitung auch so lange im Hinterkopf behält, bis man andere Infos erhält, die Mutas zunächst unmöglich machen. Also zum Beispiel viele gaslastige Units oder sowas sieht. Ja? Wenn ich also zum Beispiel auf einmal sehe, dass er eine Menge Roaches rauskloppt, dann ist mir klar, dass er erstmal keine Mutas raushauen kann, weil die Roaches schon das ganze Gas auffressen, das er dann dementsprechend hat. Ja? Oder wenn er anfängt, Hüden zu bauen, noch schlimmer. Aber das ist der Punkt. Das heißt also, für mich sind Mutas einfach gar nicht unbedingt was, wonach ich Ausschau halte. Und das sieht man dann, wie gesagt, dann kommen die Flachalgen immer von links oder rechts rein. Wo die Leute sagen, ja, aber wenn jetzt Mutas in seine Base käme, ja, oder dann wäre das doch alles total problematisch. Und das ist es nicht, weil nämlich häufig der Build, den die Leute gehen, einbezieht, dass Mutas mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen werden. Das heißt also, der Build ist sowieso schon darauf ausgelegt, Mutas abzufangen. Und was jetzt der Spieler stattdessen macht, ist nicht zu gucken, ob Mutas kommen, denn das ist ihm scheißegal, davon geht er sowieso aus. Sondern er guckt, ob Mutas nicht kommen. Das ist dementsprechend die Information, die für ihn viel wichtiger ist. Und das kann er dann an anderen Dingen sehen,
die eben ihm klar machen, dadurch, dass er das jetzt baut oder dadurch, dass er dieses Manöver macht, ist es unmöglich, dass er jetzt eben auf Mutas bauen kann. Und dann weiß er ganz genau, dass er jetzt seine Vorbereitungen, die normalerweise Teil seines Spielplans waren, was Mutas angeht, einfach erstmal weiter nach hinten verschieben kann, weil er sich zu dem Zeitpunkt in dem Spiel um Mutas einfach keine Sorgen mehr machen muss. Und das kommt dann höchstens, wenn überhaupt, wieder später. Dazu braucht man natürlich eine ganze Menge Spielwissen und auch Spielgefühl. Das ist alles andere als einfach, ne? So eine Information zu, also solche Informationen zu bekommen, die oberflächlich erstmal nur wie eine Information wirken, wie, ah ja, okay, der hat Linge. Das ist so die Information. Ne? Oder eben dann die Information, ah ja, okay, der hat zusätzlich zu den Lingen hat er jetzt Hydras gespielt. Und der morpht eine Menge Banelinge. Okay, das ist eine Information. Aus so einer Information im Grunde dann zu schlussfolgern, oh Kacke, das ist jede Menge Gas. Wenn er das für die Einheiten ausbaut, kann er das logischerweise nicht für die Einheiten haben. Zuck, ich brauche mich nicht mehr auf Mutas vorzubereiten. Ich kann das aus meinem Plan rausschneiden und stattdessen was anderes machen. Auch diese Flexibilität zu haben, dann eben den eigenen Bild plötzlich so abzuwandeln, ist wahnsinnig komplex und absolut nicht einfach. Aber das ist im Grunde das grobe Prinzip von Scouting. Wichtig ist aber zu erkennen, dass Scouting unnötig wird, wenn gewisse Aktionen meinerseits einfach sämtliche Gefahren eliminieren, die meinen Spielaufbau gefährlich werden könnten. Indem ich eben zum Beispiel den Spieler durch irgendwas verzögere oder er sich selbst verzögert. Oder indem ich den Gegner dazu zwinge, gewisse Einheiten zu bauen, auf die er erstmal antworten muss, denn wenn er das nicht tut, dann kill ich ihn halt. Und dementsprechend kann ich ihn ebenfalls dazu bringen, nicht in gewisse Technologien zu investieren, die mir gefährlich werden könnten. Wenn also mein Spielplan beinhaltet, dass ich sicher bin gegen eine gewisse Form von Aggression, dann muss ich diese Aggression auch nicht extra scouten. Ich rechne ja sowieso damit, dass sie kommt. Was ich stattdessen machen muss, ist eben zu gucken, ob der Gegner nicht eine andere Strategie fährt, die meine Vorbereitung umgeht. Und darauf müsste ich dann dementsprechend vorbereitet sein. Das erstmal zum trockenen und etwas anstrengenden ersten theoretischen Teil. Ich lasse euch das jetzt erstmal verdauen. Wir gehen in eine kleine Pause und gleich gucken wir uns dann endlich ein paar Replays an, indem wir die bereits besprochenen Konzepte zumindest ein Stück weit uns mal am praktischen Beispiel anschauen wollen. Bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück.